Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler Professor Tilman Mayer. Professor Mayer, ist die Kenia-Koalition in Ihren Augen dennoch zu retten? Ich glaube, es hat jetzt erstmal eine Bereinigung stattgefunden, dieser Polarität zwischen diesen beiden Männern, die sich offensichtlich als Rivalen gegenübergestanden haben. Der eine hat überzogen durch zu großes Selbstbewusstsein, Stahlknecht. Und wenn man das Interview auch anschaut in der Volksstimme, war das ja einerseits sehr konservativ, aber es transportierte auch viel Medienkritik. Und zum Schluss eben diese unsägliche Aussage, dass man eben eine Minderheitsregierung zur Not anstellen würde. Das hätte natürlich ein Affront bedeutet, auch für Haseloff und sein Ansehen, ein Autoritätsverlust. Insofern musste er handeln, aber das ist alles eine Angelegenheit der CDU zunächst. Genau, Sie haben jetzt gerade von einer Bereinigung gesprochen, aber was bedeutet das jetzt für die Kenia-Koalition? Wird sie das überstehen, diesen Streit? Weil bei den Streitpunkten an sich hat sich jetzt ja gar nichts verändert. Eigentlich müsste die Koalition ja gar nicht mehr so lange durchhalten, noch ein halbes Jahr. Ja, also in solchen Schlussphasen von Koalitionen wird es immer ein bisschen unruhig oder kann es unruhig werden. Das ist hier eben offensichtlich auch der Fall. Andererseits sind die Signale, die von der SPD-Vorsitzenden kommen, relativ gemäßigt. Und das hat auch dazu geführt, dass man ja sehen muss, die Beitragsstabilität dieses Beitrages für den Rundfunk ist an sich vereinbart in der Koalition. Das heißt, eigentlich müssten sich Rot-Grün auch bewegen und die CDU auch. Insofern ist eigentlich eine Kompromissmöglichkeit theoretisch denkbar, vielleicht auf der Linie, auf der Zeitschiene, dass man eben sagt, ein Moratorium vor Weihnachten schon gar nicht, irgendwie eine Entscheidung und dann schauen wir, wie wir weiterkommen. Aber es geht ja auch noch um ein ganz anderes wichtiges Thema, nämlich die Abgrenzung zur AfD. Wie stark sind denn innerhalb der Landes-CDU die Kräfte vertreten, die sich gar nicht so wirklich von der AfD abgrenzen möchten? Ja, man hat den Eindruck, dass manche Kräfte vielleicht dabei sind, die AfD in gewisser Weise rechts zu überholen, um sie zu erledigen. Wie gesagt, das Interview heute mit der Volksstimme von Stahlknecht war auch sehr angelegt auf einen strengen konservativen Kurs. Insofern gibt es da einfach eine gewisse Affinität. Aber es wäre natürlich ein Image-Schaden, sondergleichen, wenn man dazu sich entschließen würde, jetzt hier eine schwarz-braune Koalition anzugehen. Soweit ist man zumindest noch nicht. Und Kooperation? Bitte? Kooperation? Also Koalition ist ja noch ein weiter Weg, noch ein sehr weiter Weg. Genau, aber eine Kooperation wäre eben auch schon eine Zumutung, vor allen Dingen natürlich, wenn wir die Bundesebene mit einbeziehen. Wir müssen ja auch sehen, Haseloff ist Bundesratspräsident im Moment. Er hat diesen Vertrag unterschrieben, die 15 anderen Ministerpräsidenten auch. Also er steht hier erheblich unter Druck. Und insofern da eine Lösung zu finden, ist natürlich auch für die CDU-Führung in Berlin von erheblicher Bedeutung. Ja, lassen Sie uns mal bei der Bundesebene bleiben. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die CDU-Spitze aufgefordert, einzuschreiten, mal auf den Tisch zu hauen in Sachsen-Anhalt. Sie müsse verhindern, dass die CDU gemeinsame Sache mit der AfD macht. Ja, wie groß sind denn da überhaupt die Einflussmöglichkeiten von der Bundes-CDU auf die Landes-CDU? Ja, man hat ja Erfahrungen letztes Jahr gehabt mit solchen Eingriffen. Die hatten Kollateralschäden geführt, dass wir jetzt eben diese Lage in der CDU überhaupt haben, dass wir hier diese neue Führung brauchen und so weiter. Alles entstanden in einem Ostland. Das heißt, man muss vielleicht stärker den Osten berücksichtigen, nicht nur in der CDU, vielleicht auch in den anderen Parteien. Es könnte eine der Lehren daraus sein. Aber hier einzugreifen und zu sagen, wir wissen es besser aus Berlin, das ist gefährlich. Insofern kann man nur natürlich allgemeine Hinweise geben. Was aber andererseits klar ist, dass natürlich ein Bündnis oder eine Kooperation AfD, CDU natürlich völlig ausgeschlossen ist. Insofern muss sich auch gesichtswahrend die andere Seite bewegen, Rot-Grün, einfach weil sie natürlich in der Pflicht sind, wenn sie vertragstreu bleiben wollen. Aber ist dieses Schweigen in der Bundes-CDU zu diesem Thema so klug?
Nein, man wird es natürlich nicht dauernd durchhalten können. Ich meine, es gibt auch schon eine Stellungnahme von Herrn Merz, dass er sagte, das Ganze sei irgendwie tiefer zu hängen. Genau, das war schon vor einigen Tagen. Auch Herr Laschet hat sich jetzt geäußert. Aber würde es denn eine Konsequenz haben für die Große Koalition im Bund, wenn jetzt in Sachsen-Anhalt tatsächlich CDU und AfD beide gemeinsam für Nein stimmen würden bei diesem Thema? Also eine derartige Kooperation würde ein Affront sein, ganz klar. Das wäre ein ganz neues Kapitel in der bundespolitischen Entwicklung aufzuschlagen. Und das innerhalb eines Wahlkampfes, beziehungsweise der da anläuft, ohne Führung eigentlich die CDU im Moment, könnte man ja sagen. Also das wäre ein Risiko, sondersgleichen. Insofern wird man sich da hüten, nochmals einzugreifen und sich die Finger zu verbrennen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Professor Meyer.